Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir waren im Schattenreich stehen geblieben. Also ich denke mal, es ist das Schattenreich. Ich habe den Namen leider ganz vergessen. Und das ist das Portal zurück in unsere Welt. Aber wir wollen in die Festung rein. Und ja, da haben wir schon mal ein paar Gegner direkt. Na komm. Hä? Was ist mit dir? Der ist aber nicht gemein. Der ist bestimmt voll nett. Aber warum? Hä? Okay. Nette Bürschen. Die tun. Hauptsache, die tun mir nichts. Ich gehe. Rechts rein. Komisch. Hat er irgendwas hier ausgelöst schon? Da ist eine Karte unten. Warum? Hä? Okay. Sieh doch, dass hier schon eine Karte ist. Ja. Im letzten Part waren wir auf jeden Fall hier stehen geblieben. Und werden nun hier irgendwie durchgehen. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und ja, es sind natürlich alle Schattenmonster. Es war irgendwie vorher zu sehen. Das hätte ich mir auch nicht anders erwarten können. Au! Au! Lass los! Er lässt dich los! Du blödes Biest! Weg mit dir! Ja? Au! Ah, das habe ich abprallen lassen! Yeah! Komm! Gib auf! Er schießt! Hä? Was war das denn jetzt? Wie hat das denn funktioniert? So, treffe mich mal selbst. Könnte ich nicht treffen, okay? So auch immer du bist, du siehst aus wie Santos Kopf. Und ich möchte dich angreifen. Ja, komm her. Yeah! Okay, eine Kiste! Was haben wir in der Kiste drin? Ein kleiner Schlüssel, also wir werden hier wohl in eine Art Dungeon geraten sein. Das ging schnell und ich denke mal... Was ist das? Ist das gefährlich, weil... Hä? Da ist auf jeden Fall ein Weg eingezeichnet. Geh ich hier durch? Ah! Masa, pass gut auf! Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Santo mit seinen magischen Kräften geschaffen hat. Sie saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeist in ihre Strahlen geraubt und deine Welt in ein Schattenreich verwandelt hat, Masa. Aber mit unserem kleinen Spielzeug kann ich dich jederzeit vom Wolf zum Menschen und zurückverwandeln. Also alles klar? Auch hier? Unmöglich, Masa. Ja. Sind wir da oben? Ne, da ist eine... Warte mal. Gott. Warte. Ja, doch, da. Ach, da oben ist eine Kiste. Und hier ist irgendwas zum Fassen. Gut. Ich denke mal, kommen wir später irgendwie hin. Glaube ich auf jeden Fall. Moment mal. Moment mal. Vielleicht auch nicht. Ja, wobei doch. Ich denke mal, wenn wir nämlich jetzt hier reingehen werden. Auch wenn wir den Schwunghaken hier nehmen. Wir können es zwar da oben. Da oben war da gerade noch was. Hä? Bin ich blind? Da oben habe ich gerade noch was gesehen. Hey! Danke! So. Tatsache, guck, da hinten ist so ein Haken zum Anziehen. Ich denke mal, wenn wir das hier, ja, zerstört haben, dann geht das. Ich denke mal, wenn wir jetzt so da durchgehen, ja, wir können es auch nicht anvisieren. Nein. Ich denke mal, wir werden später irgendwann hier wieder zurückkommen. Das sieht auf jeden Fall klar aus. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Wir müssen, glaube ich, da hoch, ne? Ja, da kann man hoch. Bam. So. Wir haben hier Vasen. Noch ein paar Juwelen oder Rubine. Brauchen aber gerade keine mehr. Und hier brauchen wir sogar den Schlüssel. Okay. Also würde es hier gar nicht weitergehen, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich sehe es schon. Oh Gott, worauf soll das hier hinauslaufen? Ja. Ich denke mal... Kann ich sie so angreifen? Nein. Hm.
Wie es aussieht, komme ich auch hier nicht rüber, oder? Gibt es irgendwas zum Anziehen? Doch, da oben. Aber wie komme ich denn da oben hin? Kann ich hier hochklettern? Mhm. Okay, das war seltsam. Moment, Moment, Moment. Gar nicht nachgedacht. Ja, klar. Komm her. Wir können ja als Wolf auch angreifen. Au! Mann! Blödes Teil. Wir haben mit dem Wolf nicht so viel Kraft. Wie viel hält der denn aus? Danke. Dann bekommen wir auch eine Kiste. Also ich denke mal, das war schon wichtig in einer Hinsicht. Das ist schön. Wir kriegen sogar direkt zwei Kisten. Was geht da ab? Warum kriegen wir direkt zwei Kisten? Ein Schlüssel, okay. Sag mir nicht, wir kriegen noch einen Schlüssel. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie noch einen Schlüssel geben wird für den Haupteingang, weil wir sind jetzt einfach an einer Seitengasse entlang gegangen. Kann ja sein. Wir haben ja immerhin... Au! Ach, erstmal aufmachen. Kann auch sein, dass wir die Karte kriegen. Ich gehe mal eher davon aus, dass wir die Karte kriegen. Ein Kompass? Okay. Das war nicht das, was ich wollte. Link, danke. Dass ich immer direkt mache, das ist ätzend. Okay, wir haben den Kompass. Uns fehlt die Karte aber. Da ist noch eine Kiste. Die soll noch eine Kiste sein? Bin ich irgendwie blind? Oder ist vielleicht zufälligerweise oben irgendwo was? Da oben drauf bestimmt, ne? Ich kann es mir schon denken. Und warum kommt denn hier die Musik, dass hier irgendein Gegner ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir erstmal hier hoch. So können wir jedenfalls nicht hoch. Wir können aber uns da hoch hangeln, würde ich mal sagen. Ja. So, und dann können wir eigentlich von hier aus da hoch, Fragezeichen. Können wir nicht. Okay. Vielleicht zufälligerweise von hier. Ah ne, warte, von hier vielleicht. Das ist viel höher und näher dran. Ja. So. Lassen wir uns mal kurz runter, dass wir auch nirgendwo runterfallen. Gut. Und dann haben wir hier Gegner. Ah, eine Pflanze. Hey. Und das ist noch so eine. Bisher gefällt mir das hier. Was haben wir hier? Yay! Ach nee, sag bloß. Schade aber auch. Okay, dann heißt... Das heißt natürlich, die Kiste können wir erstmal nicht greifen. Also, für uns sicherstellen. Was haben wir eigentlich hier für ein Dungeon? 4 Etagen nur. Okay, das Ding sieht aber ziemlich groß aus. Ja. Wobei eigentlich nur das Untergeschoss, ne? Das hier sieht aus, als wenn es hier so in der Mitte so zack einmal durchgeht. Dann hier so zweite Etage, dritte Etage und dann hier so die vierte Etage. So, reicht das? Ne, reicht nicht aus. Toll. Schön gemacht. So. Lass mich raten. Ja. Das war fair zu sehen. Dass wir hier den Schlüssel brauchen, war sowas von vorherzusehen. Ich habe so ein Gefühl, da wo wir die Kiste übersehen haben gerade, durch den dunklen Nebel, da wird die Karte drin sein. Eine Falle. Okay. Hallo? Wir gehen einfach mal rein. So, was erwartet mich jetzt hier? Ah, nee, warte. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwie... Hallo? Irgendwie diese Viecher, die angreifen. Ein Hologramm von Santo. Hi. So, wir müssen, glaube ich, das Hologramm angreifen.
Ja, ich glaube, darauf läuft es hinaus. So, und wenn wir dann so machen... Au! Also die Biester sind ätzend. Zu weit weg. Bleibst du da hinten? Nee, da bleibt er nicht da hinten. So. Ja, komm, wo bist du? Wo ist er? Da hinten. So, da hinten. Er portet sich wieder weg, das war klar. Ah, da bleibt er. So. Hau doch nicht mal ab. Und wo kommt ihr denn jetzt her? Oh, diese Biester sind ziemlich nervig. So. Scheiß Hologramm. Oder was auch immer du darstellst. Ich denk's einfach mal, weil es ist das Logischste, was es gibt hier eigentlich. Ah! Okay. Ich glaub. Ja, ich weiß, was mich hier erwartet. Dafür brauchen wir, glaube ich, den Kopierstab. Diese leuchtenden Kugeln erhellen unsere Welt. Man nennt sie Sola. Sie gleichen der Sonne in deiner Welt, Maser. Oder vielleicht auch nicht den Kopierstab. Okay. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens. In dieser Welt ohne sie... in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Ja, damit könnten wir... Maser, könntest du diese Sola nicht zu meinen Leuten am Eingang dieser Welt bringen? Oder doch den Kopierstab? Ich versuch's einfach mal. Wenn ich wagte, nicht gewinnt. Nein. Ah, okay. So. Lass mich raten. Ich hab's mir irgendwie geahnt. Oh nein! Nicht die Greifer. Oh, das hatten wir in dem Spiel auch noch nicht, ne? Dass wir die Greifer kriegen. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ich glaube. Da ist der Greifer. Ja, komm. So. Verschwinde. Schnell die Kugel nehmen. Aber solange wir in der Kugel kämpfen eigentlich... Was? Okay. So. Bleib hier. Was soll mir das sagen? Warum zeigt sie mir das an? Bin ich vielleicht hier? Also irgendwas mit der Hand hat es auf sich, das weiß ich. Die bleibt nicht ohne Grund da irgendwie so stehen. Was haben wir denn für Items, was das ändern könnte? Ja, auch nichts in der Art, ne? Aber Moment mal. Vielleicht. Versuch ist es wert. Autsch. Ja, ja, nee, ist klar. Okay, es ist so wie ein hässliches Phantoviech. Das ist nicht gut. Lass los. Lass los. Ah, okay. Das Ding geht also nur so auf den Sack. Gut zu wissen. Aber wie komme ich denn da hoch? Das ist die Frage. Oder muss ich das vielleicht hier ablegen? Ah, ja. Also doch was damit. Was? Nein, lass los. Loslassen, meine Kugel. Lass mich raten, wenn ich jetzt die Greifhaken nehme. Und dann dahin visiere, kann ich die dann wieder aufnehmen? Ja. Nein! Oh! Ernsthaft?
Das war jetzt unnötig, Spiel. So. Greifen wir sie mir mal an. Und nehmen die mit. So. Das war ja irgendwie schon vorher zu sehen, also... Ja. Also nicht, dass wir den mit hochnehmen, aber halt, ne? Dass wir die durch die Tür mitnehmen können. So, solange die Gegner hier nicht alle wieder leben. Hallo! Ja, gruselig. Santos Hand ist überall. So, hier kommt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Rubine! So, wieder so eine, wie so eine Geschichte, ne? Okay, da. Gut, machen wir einmal so. Erst mit der Hand ist eine coole Idee eigentlich. So, dann geht's hier hoch. Muss dann schnell gehen. Denn sonst lebt gleich die Hand wieder. Ich hab's nicht gekriegt! Danke! Das wäre jetzt auch volles Risiko. Ich dachte erst, ja, man kann ja nicht wissen, vielleicht kriegen wir sie vielleicht auch nicht. Oh, ist ein Ernstspiel. Bleib oben, Kugel. So. Danke. Und dann können wir ja hier wieder runter. Zack. So. Das lief bisher ganz gut. So, was kommt jetzt hier? Ich denke mal, die Hand kommt wieder hinter uns her. Wer hätte das denn gedacht? Gut, das soll mich aber jetzt nicht hindern. Ach Gott. Okay, das ist dann doch ein kleines Problem. Die Kugel. Wenigstens. Ey! Nein! Stopp! Hold on! Lass liegen. So, wir gehen mal kurz hier lang. Jetzt werden wir kurz da oben hingehen können. Das wäre mir nicht lieb gerade. So, was haben wir hier? Sehr schön! Das heißt, wir sind wieder auf voller Energie. Das ist eigentlich in der Hinsicht praktisch. So. Ein Glück bewegt sich die Kugel. Du blöde Hand! Also ehrlich, ey. So, wir müssen aber anders hier rangehen, denn wir müssen erstmal die ganzen Gegner hier auslöschen. Sag mal! Lass los! So, jetzt ist natürlich das Problem, was wir hier haben. Hand, geh weg. Ich bin die Hand! Ich bin zu blöd dafür. Stirb, Monster! Mein Gott. Ich finde die Idee aber cool. So. Na komm, greif mal an. Machen wir anders. So haben wir unsere Ruhe und können hier direkt durchgehen. So, ich hoffe, die Hand lässt uns jetzt in Ruhe. Ja, wobei ich mir unsicher bin. So. Hi! Ich kann aber nicht mit dir reden. Schade. Okay. Was haben wir hier? Können wir einmal ablegen? Sieht auf jeden Fall so aus. Entschuldigt mal, aber das sieht echt so aus, als wenn man die ablegen könnte. So, Leute. Hier kommt eure Rettung. Die erst klein werden und dann zurückverwandeln, ne? Entweder sind die klein und dick oder groß und lang. Voll das Klischee eigentlich. Es gibt keine großen, dicken oder kleinen, dünnen. Nö. So, da wollen wir auch runter. Gut, warte mal.
Ja, ich denke gerade, nee, ich glaube, wir müssen außen rum. Jetzt kommen wir einige. Vergleicht das doch nicht mit Hyrule Warriors, aber irgendwie die Dämonenfestung hat gewisse Ähnlichkeiten hier von außen. Ach, hi! Ist der fit bei dir? Freut mich. Es ist zu gefährlich, die Sola weiter in die Richtung zu transportieren. Gehen wir zurück, Maser. Okay. Ja, das ist der Monster. Doch nicht die Vögel, oder? Die Frage, die ich aber habe... Ich höre Monster! Jetzt wieder alles normal. Die Frage, die ich habe, wie komme ich da rüber? Runtergehen ist ja nicht, da unten ist ja der Tod. Rüber hieben ist auch nicht. Ha. Huh. Oder gibt es da hinten vielleicht noch irgendwelche Leute? Ja komm, wir nehmen einfach die Sola mit in die lichte Welt. Da können wir sie gebrauchen. Nein, Spaß. Gut, wie es hier das nächste Mal weitergehen wird, sehen wir im nächsten Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Leute, ich danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bewertet den Part mit einem Daumen nach oben. Oder, wenn ihr euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten. Und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Ich wiederhole mich gerade die ganze Zeit, ne? Am besten nochmal einen Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.